Frohlocke diese wunderschöne Melodie, meine liebsten Leute, mit einem musikalischen Medley der Extraklasse. Will ich euch alle hier und jetzt begrüßen zur Folge 129 von diesem epochalen Machtwerk namens Dragon Quest. Will das zu Hagaishin Shido To Karapo no Shima. Ach guck mal, noch ein Hund da. Hier los. Was macht der sich denn dort oben? Das ist ja ein Frechdachs. Und ganz kurz hier nochmal gucken, nachdem ich da Shido gerade so ein bisschen Speichel aus dem Gesicht geschöpft habe. Warte mal, hier, der hat sich hier, die fühlen sich wohl, die Leute. Haben zwar keine richtigen Sanitäranlagen, wobei doch hier, ich glaube, wird hier denn überhaupt geschissen schon? Ich weiß gar nicht, ob hier gekackt wird. Jedenfalls, das haben sie, die haben aber keine Schlafmöglichkeiten. Und hier, die Decke sieht auch noch nicht so schön aus. Muss alles noch gemacht werden. Hier auch. Oh, da müssen wir von dort oben mal hinlangen. Können wir gleich mal machen. Und ja, es soll weitergehen. Ich hab's ja in der letzten Folge angekündigt. Das hier muss alles weichen, ne? Ja. Ich weiß, ich bin ziemlich egoistisch, dass ich euch nicht frage, ob euch das in den Graben passt. Aber ja, was soll ich machen? Ich muss handeln. Und meine Handlung geht in die Richtung, hier abzureisen. So. Und zwar rabiat. Warum, fragt ihr euch? Das gehört doch zur Pyramidenstruktur. Du kannst doch nicht alles abreißen. Ja, aber wie schön wäre es das doch, wenn hier ein Brunnen entstehen würde. Das ist doch Mall-Feeling. Man will sich auch wohlfühlen. Das muss ja was für die Leute, für die Besucher, die müssen ja hierher gezogen werden. Die sollen doch kommen und gucken und denken, ja geil. Genau das ist es, was ich wollte. Jetzt habe ich die Musik ausgemacht. Ja, aber ich hol uns vielleicht wieder schöne neue Musik dazu. Was ist mit dir los? Arman, ich glaube... Rennt er auf Toilette? Nee. Ich weiß nicht, wo er hinrennt. Jedenfalls lassen wir ihn mal. Hier soll es wirklich gerade richtig zur Sache gehen. Ich will das Peak Fine entstehen lassen. Und ich glaube, wir werden gleich hier immer hochgehen und von oben noch ein bisschen raufklotzen. Ich habe persönlich noch keine so guten Erfahrungen gemacht, was den Brunnenbau, also wenn es um einen Zierbrunnen geht, was man da für Expertise mitbringen kann. Ich habe sie nicht. Das habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr mein Let's Play zum ersten Teil gesehen habt, wo wir auf der unbekannten Insel Terra Incognita, wo wir da gebaut haben, da habe ich auch versucht, das Dorfinnere meiner befestigten Burgstadt einen Brunnen zu bauen. Da habe ich versucht, so richtig schön, da wollte ich ja noch so ein Gargoyle raufbauen, aber es war alles, war eigentlich eine Todesfalle. Letztendlich hat dieser Brunnen nur dazu geführt, dass all meine Leute sich da drinnen verkantet haben und gestorben sind. Letztendlich, ja. Es war also tatsächlich mehr Folter als schön. Und ja, das wollen wir natürlich jetzt nicht wiederholen. Diesmal wird es auch ein relativ seichter Brunnen werden. Ich muss nur gucken, dass ich das auch richtig gut abtrage. Weil die Türme finde ich eigentlich ganz cool mit den Lampen. Die will ich auch behalten. Aber alles andere muss weg. Alles andere soll raus. Alles andere hat hier nichts zu suchen. Vor allem die Glocke hier oben. Guck mal, ja, da kommt gleich Carlo. Steigt uns Carlo gleich hier aufs Gebälk. So. Guck mal, wir machen einfach mal weiter. Wir reißen hier ab. Wir sind, glaube ich, schon ganz gut dabei. Und das wird auch gut aussehen. Ich verspreche euch das. Klar, ist immer... Am Anfang ist so ein bisschen Skepsis immer mit. Bei solchen Bauvorhaben, wo man was verändern will. Veränderungen sind nie leicht. Aber oftmals... sind sie wirklich ertragreich und gut. So, und das reiße ich mal ab hier noch. Upsala, da bin ich ein bisschen zu tief. Ja, ja, komm. Jetzt mache ich hier natürlich große Panik. Jo, ruft Milster und Onwa hat wieder ein Stück Kleidung verloren, glaube ich, ja. Hatte ich nicht das letzte Mal noch einen Büstenhalter an? Ich weiß es nicht. So. Carlos hat bestimmt verdient. Moment, nee, da haben wir ein bisschen zu viel abgetragen, ne? Da kamen ja noch diese Dinger ran. Können wir auch noch ein bisschen noch besser dekorieren. Kommt alles auch in naher Zukunft. Jetzt erstmal hier das wegmachen. Ich glaube, das muss weg. Oh, jetzt bloß nicht hinabstürzen. Ja, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Wie gesagt, ich habe erst überlegt,
Mache ich das jetzt? Machen wir das später? Wollen wir nicht in der Story erstmal vorankommen? Aber wisst ihr was, wenn wir in der Story erstmal festhängen, dann, dann kommt man auch nicht mehr so schnell raus. Deshalb will ich jetzt so ein bisschen auch hier unsere leere Insel kultivieren und jetzt hoffe ich mal, dass das keine Sekte ist, die mir da jetzt, Panik verbreitet. Sind die da runtergefallen hinten? Nee, ne? Die sind oben. Weil wenn das jetzt die Sekte sein sollte, dann müssen wir alles daran setzen, dass wir demnächst hier eine Verteidigungsanlage bauen. Und? Maulwürfe. Okay, gut. Das ist nicht so schlimm. Die mögen auch zur Sekte gehören, aber haben keine so große Schlagkraft. So, kommt mal her. Ihr kleinen Pfiffis. Jawohl. Genau, hier geht ja auch dann die Treppe runter. Das heißt, wir könnten hier dann wahrscheinlich... Ich überlege gerade, ob wir das mit den... Wir wollten ja draußen auch mit Fliesen arbeiten, ne? Mit Silberfliesen. Ich weiß nicht. Ist das so gut? Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Dann baue ich das hier natürlich auch so, ne? Ich glaube schon, dass das die beste Entscheidung ist. Wir haben ja auch auf der anderen Seite damit gearbeitet. Und das soll ja auch eine pompöse Stadt werden. Da können wir ruhig den Boden mal mit Silber fließen. Upsala. Klar haben wir natürlich auch die Fliesen im Nutzen auch für die Toilette. Das raubt so ein bisschen was von dem Pomp und dieser Suffisanz, die wir hier an den Tag legen. Aber trotzdem, ich glaube schon, dass das ganz gut so aussieht. Dann machen wir das hier nämlich schon mal so weit dicht, wie wir dicht machen können. Damit hier nicht irgendwas nach unten reinstürzt und unsere Pyramide von unten lahmlegt. Das wollen wir natürlich auch nicht. So. Und wir brauchen ganz klar auch eine Hotelanlage bald. Das erstmal hier so zumachen. Gut. Da geht's also weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache hier auch so ein Weges. Wobei, hier sieht auch cool aus, ne? Guck mal, da haben sie auch schon irgendwie so ein... Hier war ja mal irgendwas. Ein Tempel oder so. Hat sich da mal gefunden. Hier diesen ganzen Schlick. Und auch mal abreißen. Und für unseren Geschmack umstrukturieren. Ach, jetzt bricht die Nacht wieder ein. Und unser Hunger begrüßt uns. So. So, Skorpion. Hau mal ab. Wie gesagt, hier zeichnet sich doch schon was ab. Hier war mal was hier unten. Hier stand tatsächlich mal ein Heiligtum. Wurde also auf der leeren Insel schon mal gesiedelt. Und ich vermute mal, dass das in der Beziehung steht zu dem Heiligtum des Hammerältesten dort irgendwo oben auf dem Berg. So. Wir wollen nochmal runter. Und hier weitermachen. Denn noch ein bisschen haben wir hier abzutragen. Aber ihr werdet sehen. Ah, das wird so schön sein. Ihr werdet es gar nicht glauben, wenn ihr es seht. So schön. So schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es so schön sein wird, dass ihr anfangen werdet, euer eigenes Zimmer umzubauen. Ihr werdet euch wahrscheinlich einen Brunnen, genau in dieser Form, wie ich es jetzt schaffen werde, in euer Privatzimmer bauen. Bisschen Lehm aus dem Garten geholt. Und dann wird da losgebaut. So, komm. Ist natürlich viel rumgeklopfe, aber ist halt so, ne? Wo gehubbelt wird, da fallen ja bekannte Späne. Und zwar richtig. Und wir hobeln ja, was das Zeug hält. Zack. Moment. Und ich finde auch schöner jetzt, dass wir hier auch dann komplett die Weitsicht haben. Ne? Wir können hier einmal durchblicken, da hinten weiter gucken und dann die ganzen Läden im Überblick haben. So. Ich habe fast schon überlegt, ob ich da nicht mit Gold arbeite in der Mitte, aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht so geil, ne? So. Machen wir mal leichter. Das wandeln wir einfach so um.
Indem wir hier so ein wenig zaubern. Und jetzt ist die Frage. Ich kann das jetzt natürlich schon mit Wasser füllen. Ich könnte es aber auch noch ein bisschen tiefer machen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal hier gucken, dass wir dann auch was reinbauen. Und vielleicht sieht das ganz schick aus, wenn wir... Warte mal. Hier so mit ein bisschen Leuchtwerk arbeiten. Ob ich das direkt auf eine Ebene setze, ich weiß es nicht. Hier ist es ja auch auf der Bodenebene, deshalb... Wenn das Wasser so ein bisschen schimmert... haben wir denn auch Statuen, die wir da in der Mitte... Ich würde ja gerne so eine Statue oder sowas vielleicht auch platzieren. Eine Göttin-Statue wäre gut, aber die wäre ja nur ein breit. Also wir müssen ja tatsächlich ein bisschen was finden, was ein bisschen größer ist. Zwei breit oder sowas. Ein Drache könnte man vielleicht... Vielleicht Krebs auch später noch eine Drachenstatue. Hier so ein Otto-Gesicht. Ich weiß gerade nicht. Oder... Vielleicht machen wir das doch so. Moment. Ich glaube, ich gehe dann doch so weit, dass ich hier das jetzt mal so mache. Nee. Halt. So. So. Viel weiter würde ich, glaube ich, gar nicht gehen. Und dann... Boah, ist das leise hier. Beziehungsweise wir hören ja gar nichts. Dann vielleicht hier so einen hoch. Dann könnte man hier so ein Lichterpodest machen. Nächste Stufe. Wobei, warte, wir machen das mal so. Hier könnte man dann irgendwie... Sieht das gut aus? Nee, das sieht scheiße aus. Irgendwelche Zierde daran machen. Oder da vielleicht noch eine Statue. Oder Sprenkelanlagen. Gibt's ja auch noch, ne? Ich würde auf jeden Fall auf der Höhe bleiben mit dem Wasser. Hahaha, gar nicht so schlecht, sagt Shido. Wenn er sagt, das passt doch perfekt zum Kaiserreich von Shido. Sagt er zwar immer, wenn ich ihn anspreche, aber egal. Ich kann ja schon mal Wasser füllen, dann hat man vielleicht eine bessere Vorstellung davon, wie es hier aussieht dann. Ich glaube, Fische sollte man da nicht reinmachen, das ist klar. Aber vielleicht so Brunnensprudler. Ne? Aber jetzt esse ich erstmal, bevor ich gleich ohnmächtig werde. Tier der Deko, ne? Müsste doch hier sein. Die sind das. Zwei Stück. Schön blaues Wasser. Die jetzt hier? Warte mal, oder wir packen die... dahin? Ja, guck mal, da erschreckt er. So grell, sagt er. Er hat die Lampe gesehen. Oder so grell, der Glanz dieses schönen Brunnenbauwerks. Das ist ja gleich abgehauen. Kann sagen, hat sich verpisst. Aber, nee, das ist doch schon ganz schön. Da könnten wir sogar hier noch, können wir sogar noch mehr machen. Wir greifen mal in die Vollen, ja? Liebe Leute, ihr werdet hier wirklich gleich, warte mal. Jetzt falsch gebaut? Nee. Ich konnte nur einen noch bauen. Ach, wir haben keinen Stein mehr. Ach, hier haben wir auch noch. Moment mal, das muss ich auch mal freischalten. Wir brauchen aber Steine. Hier gibt's noch mehr Brunnenelemente. Das ist ja ein Traum eines jeden Brunnenbauers. Aber wie viel Stein brauche ich dafür? Was ist das denn? Ich brauche hier Marmorblöcke. Wo kriege ich die denn her? Kriege ich die hier hin? Hier irgendwo? Muss ich das freischalten? Mir ganz was Neues. Oder ist das hier vielleicht... Das hier? Nee, das ist nur Papier. Hä? Kriege ich die denn? Da muss ich vielleicht erst auf der nächsten Insel. Könnte ich mir vorstellen. Moment. Ah ne, hier passt es ja nicht. Wir müssen ja im Wasser stehen. Was ich aber machen könnte, ist hier dann vielleicht nochmal. Hier oder hier? Wird vielleicht zu viel. Ich lasse es erstmal so stehen. Einen Wunsch hätte ich aber noch. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich will hier viel Fläche haben. Allerdings wäre es auch ziemlich cool, wenn wir hier Blumen
so eine Blumenreihe irgendwie oder weiß ich nicht. An der Blumentöpfe oder Pflanzkröge gab's doch irgendwie auch, ne? Die da rumhängt. Hier sowas, mit sowas arbeitet. Was ist das denn hier? Komm, ich schalte mal ein paar Sachen frei. Können wir ein bisschen rumspielen? Wir können ja ein bisschen spielen. Können wir mal ein bisschen spielen mit all den Optionen, die wir hier haben. So. Ah, Stein. Ein großer Behälter. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist oder ob wir hier lieber so ein paar Vasen dahin nehmen. Machen wir 10 Stück. Die sind einfach nur aus Erde. Ach, haben wir sogar schon welche im Inventar gehabt. Weil dann könnte man eigentlich auch... Moment. Wie bei der Mall, dass man diese Bänke hinmacht. Da können die Leute so sitzen. Och, das ist auch Wahnsinn, oder? Dass Leute sitzen können. Kommt es hier vorne dann schon hin? Hier so? Moment mal, nee. Ah, Moment. So, und dann... Jetzt nur mal testweise. Wir können das immer noch ändern, wenn das kacke aussieht. Und es sieht ja gern mal kacke bei mir aus. Könnte man hier so dann so Blumentöpfe noch platzieren. Hier könnte man eigentlich was hier so rummachen und dann überall schön noch hier vielleicht auch ein bisschen was Grünes reinbringen. Und hier oben baut man dann noch was drauf. Vielleicht auch was Güldenes. Das weiß ich noch nicht. Oder man bleibt beim Stein. Da kann man auf jeden Fall jetzt hier Blumen dann drauf zimmern. Haben wir denn was Schönes? Hier noch sonst immer einen grünen Daumen. Die weiße Unschuld. Und wann macht man das denn? Nein, nicht mit mir da reden. Achso, da können wir... Ah, da müssen wir solche richtige Pflanzen raufhauen, ne? Haben wir aber nichts dabei gerade. Zumindest sehe ich gerade nichts Schönes. So eine Zuckerrohrstange können wir da höchstens reinpressen. Ne, da müssen wir erstmal noch ein paar Blumen holen. Hier haben wir ein paar. Guck mal. Die kommen hier rein. Zimmer, ne? Ja. Guck mal, das macht die Leute glücklich. Das sieht auch schon ganz schön aus. Ich weiß nicht, ob wir da immer die gleichen Blumen... Kann man die da auch hinmachen? Ja. Bisschen farbenfroher. Ja, ob das jetzt so optimal ist oder ob wir das anders machen noch, ist... fragwürdig. Jetzt sind noch ein paar schönere Blümchen. Jedenfalls so habe ich mir das gedacht. Dann haben wir zumindest schon mal den Brunnen so in etwa stehen, wie er denn aussehen soll. Wir haben natürlich jetzt alles abgerissen. Das große Anschlagbrett sowie unsere Öfen. Aber das werden wir auch noch ändern. Kann ich denn hier... Ah ne, ist ja zu hoch. Dann muss ich einfach... ja, dann machen wir das so. Bisschen Zeit, die wir jetzt noch haben, werde ich damit verbringen, hier das jetzt noch die Wände zu vervollständigen. Und dann sollten wir auch langsam natürlich in Richtung Oase gehen, dass wir auch weiterkommen. Und noch ein paar Läden zusammen tüfteln. Solange wir die guten Ideen nämlich haben, sollten wir das auf jeden Fall machen. Und wir haben ja so einiges Cooles schon gesammelt gehabt. Washido, jawohl. So. Ich gehe erstmal so weit, wie wir hier gebaut haben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dann tatsächlich noch ein bisschen tiefer rein. Aber ich finde das schon cooler eigentlich mit dem Brunnen. Vielleicht ist er strukturell nicht... Die, könnte man ihn vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Aber das wäre dann was, was wir später in Angriff nehmen. Hier haben wir dann natürlich doch dies... Das wird zugemacht, das wird dicht verdichtet. Da brauchen wir dann auch noch die andere Decke rein. Das muss auch noch umgewandelt werden hier. Das kann ich ja erstmal so machen, dass wir hier... Damit es nicht so hässlich aussieht, ne? Genau. Aber ich finde schon, dass das optisch alles schon bestechen kann. Ah, guck mal, wir haben gar nicht mehr so viel Stein, dass wir hier alles fertig machen können. Dann hebe ich den Stein, dann machen wir das später.
Wände können wir vielleicht noch machen, aber... Das hebe ich dann für später auf. So. Gehen wir mal hier. Ist hier gleich, ne? Stürze ich gleich hier runter. Ja. Okay. Ja. Begeisterung sieht anders aus, aber man kann hier zumindest schon mal sitzen und relaxen. Wenn man hier vom Shoppen so ein bisschen müde ist, haut man nicht dahin und dann sieht es doch gleich alles besser aus. Vielleicht sollten wir hier dann anfangen weiter zu bauen mit den Läden, damit wir das alles so ein bisschen inkorporieren können. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Frage ist natürlich, wir werden dann hier höchstwahrscheinlich, wir haben ja den Boden. Ich wechsle mal ganz kurz. Das sind natürlich Blöcke, die wir jetzt ganz schnell aufbrauchen werden. Ich denke, das ist schon... Ja, wir machen das erstmal hier. So weit, wie wir kommen. Das ist eine riesengroße Ladenfläche. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mal. Aber wir können ja tatsächlich hier dann auch noch variieren und die Struktur innen noch ein bisschen anpassen. Sind wir da auch so weit nach außen schon vorgedrungen. So ein bisschen reingehen können wir wahrscheinlich auch hier noch. Soll aber auch nicht zu groß werden, das ist klar. Klar, ist schön, so viel Fläche zu haben, aber man muss ja auch immer abwägen, wofür man die braucht. Vielleicht sollten wir hier auch ein Hotel reinbauen, oder? Wobei, ist ja ein Einkaufspalast. Braucht man denn da eine Unterkunft? Ich glaube, die sollte man eher draußen dann bauen, ne? Da sollten wir uns dann für vielleicht ein bisschen distanzieren. Von der Mall. Und stattdessen hier... Ich lasse das mal da hinten offen, damit wir hier einen anderen Raum noch einbauen können. Es geht jetzt nur um den Laden, ne? Genau. Die Frage ist natürlich, was brauchen wir am dringlichsten? Schlafunterkünfte. Noch mehr Essensgrundlagen. Guck mal, da wird schon gebraten, das ist gut. Und so weiter und so fort. Aber was bauen wir? Wir bauen natürlich als allererstes immer Bekleidungsläden. Irgendwelche Restaurants, nur wo man noch nicht essen kann. Und so ein Kram. Das ist nicht die weiseste Entscheidung, aber ich glaube, wir machen einfach das am liebsten, was uns am meisten Spaß macht, oder? Wo wir am meisten Lust drauf haben. So. Soll ja auch alles schön aussehen. Ja, und ihr habt große Augen hier, ne? Ihr könnt mal mithelfen, damit das viel schneller geht. Meine Herren, ey. So. Machen wir mal dicht abreißen hier. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier zu viel machen. Nur so viel, wie sein muss. Weil wir immer darauf achten müssen, dass wir hier auch nicht unendlich Stein haben. Das wird uns jetzt auch ausgehen gleich. Da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal eine Expedition machen. Und noch ein bisschen auf Steinsuche gehen. So, ich glaube, ich treffe die Unterteilung dann tatsächlich hier. Halt. Das ist jetzt gar nicht nach Plan unterteilt. Das habe ich jetzt einfach nur nach Gefühl gemacht. So, dann werden wir hier... Was könnte man denn direkt im Eingangsbereich platzieren? Kleidungsgeschäft womöglich? Hm? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier auf jeden Fall das Glas. Hier könnte der Eingang sein. Dann können wir hier noch eins machen. Und dann womöglich... Nein, das natürlich nicht. Hier noch ein paar große Schaufenster machen. Der Zweier in die breite Gang, ne? So. Dann bekleistern wir das hier mit Schaufenstern. Die können auch gerne noch ein bisschen größer sein. Ich denke, das ist schon ganz schick so. Hier dann die Tür und dann der Laden hier rein. So, liebe Leute, das war's an dieser Stelle.
den Laden werden wir auf die nächste Folge verschieben. Da werden wir hier noch ein bisschen Zunder machen und noch ein bisschen weiter buddeln, weiter graben. Das können wir jetzt hier noch abtragen. Ah, das wird spannend. Ich denke schon, da können wir uns auf was einstellen. Und hier richtig schön zulangen. Und dann natürlich auch bald die Oase herstellen. Wir wollen ja begrünen, wir wollen nachhaltig sein. Und das kommt dann als nächstes. Und dann hegen wir natürlich die Hoffnung, dass wir so viele Bilderrezepte wie möglich abschließen, sodass wir dann entsprechend bald das neue Bilderwerkzeug kriegen vom Hammerältesten, ne? So, Hund und Wildkatze spielen. Ich verabschiede mich diesmal hier und sage danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.